Ja, vielen lieben Dank für die Vorstellung. Ich wusste nicht, ob ich mich nochmal vorstellen muss, wie bei so einem Schülerreferat, aber es wird auch peinlicher, je größer die Leute sind, die vor einem sitzen. Ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Vor mir haben sehr schlaue und kluge Leute geredet, aber das wird sich jetzt ändern. Jetzt wird es ein bisschen dümmer und ein bisschen, vielleicht ein bisschen unterhaltsamer, aber das werden die nächsten Minuten zeigen. Ich bin 1996 geboren. 1996 ist ein sehr gutes Jahr für jemanden, der Witze im Internet machen möchte, weil das heißt, dass ich mir immer aussuchen kann, ob ich Millennial bin oder ob ich Gen Z bin. Je nach Soziologenstudie kann ich mir das aussuchen. Und das ist ganz praktisch, weil dann kann ich Witze über diese ganzen scheiß Hügge Harry Potter Millennials machen oder über TikTok-Zoomer. Es ist fantastisch. Jetzt so Ende, Mitte 20 zu sein, ist natürlich auch auf eine andere Art ganz schön scheiße, weil Klimawandel und ich werde nie Rente beziehen können und Haus bauen werde ich wahrscheinlich auch nie. Aber als Internet-Comedian fantastisch. Weiterhin habe ich die ersten 20 Jahre meines Lebens auf einem sehr kleinen Dorf, also wirklich, wirklich klein, 120 Einwohner verbracht. Und da brauchen die Dinge immer ein bisschen länger, bis sie da sind. Noch heute glaubt, es ist kein Joke, die Hälfte der Dorfbevölkerung meines Heimatdorfes, dass Franz Josef Strauß Ministerpräsident von Bayern ist. Das ist kein Witz, das glauben richtig viele immer noch. Und die erste Avocado kam nach Treindorf in der Marktgemeinde Heiligenstadt in Oberfranken 2018. Das war ein großer Deal. Da habt ihr in Berlin schon irgendwie Flat Whites aus den Avocado-Hälften getrunken. In Treindorf war das eine riesige Sache und ich wusste wirklich nicht, wie ich diese erste Avocado esse. Und ich habe da so reingebissen in diese knallharte Avocado, wie in einen Apfel. Und ich dachte, diese Großstadt-Freaks haben aber auch weirde Hypes. Ich mochte das nicht so sehr. Aber es war so ein Großwerden im 21. Jahrhundert. Das heißt, ich bin irgendwie Gen Z, ich bin ein bisschen Millennial, aber ich bin auch Kraft meines Wohnortes, so ein bisschen ein Kind der 80er Jahre, weil eben alles so lang gedauert hat, bis es bei mir ankam. Ich fühle mich manchmal, wenn ich mit älteren MedienkollegInnen rede, als wäre ich 1976 geboren. Die sind dann immer so großväterlich zu mir und sagen sowas wie, ja, damals, als man sich ins Internet noch einwählen musste, als es noch gemacht hat. Das kennt ihr jungen Leute gar nicht mehr, aber natürlich kenne ich das. Ich habe das mit 14 gemacht. Und mittlerweile ist es natürlich alles anders in Treindorf, in meiner Heimat. Es geht aufwärts, es gibt jetzt eine Breitbandverbindung, gegen die es ein Bürgerbegehren gab. Das ist kein Witz, auch das ist kein Witz. Die Internetverbindung hat es geschafft, die Windräder nicht, denn wir sind hier in fucking Bayern. Die Windräder lassen wir nicht hierher, unsere Vögel schreddern wir noch selbst in die Fritteuse. Die Breitbandverbindung hat es geschafft, das heißt, der nächste Fortnite-Weltmeister könnte theoretisch aus Treindorf kommen und mir damit meinen Rang als größter Promi, der jemals in diesem Ort gelebt hat, nehmen, was ich schade finde, aber ich bin gerne zweiter Platz hinter einem Fortnite-Weltmeister. Wir reden unglaublich viel über diese bescheuerten Generationenkonflikte, tun immer so, als wäre es total weltbewegend, dass junge Leute zum Beispiel gern mehr Freizeit haben, aber mehr Geld. Wir tun immer so, als wäre das unglaublich bewegend. Dabei ist es das vielleicht nicht. Und ich glaube auch nicht, dass diese Klischeehaftigkeit von Generationen wirklich etwas bringt. Jeder scheiß Leitartikel in den letzten 3 Jahren, alle 2 Wochen kommt irgendwas raus mit Millennials hätten gern Wohneigentum. Und so, ja, natürlich wollen wir das. Und natürlich wollen Menschen weniger arbeiten. Und ältere Leute sind sauer, wenn Leute weniger arbeiten wollen, weil sie mehr arbeiten mussten. Das ist komplett egal. Wir können uns das alles sparen. Und nach 5 Jahren Okay-Boomer-Witzen, von denen ich sehr, sehr, sehr viele gemacht habe, kann ich sagen, es reicht. Die Likes wurden abgemolken. Fuck it. Lass uns diesen dummen Generationenkonflikt vielleicht einfach beerdigen. Ohnehin ist Boomer, was auch immer das sein soll, ist es natürlich klar definiert. Mitte 50er bis so 70er Jahre, Geburtenjahrgänge, die Babyboom-Jahre. Es ist ja längst kein Generationenbegriff mehr, sondern eher sowas, was so als Mindset in der Luft steht. So Philipp Amthor ist 3 Jahre älter als ich, aber das ist offensichtlich ein Boomer.
Wir müssen diesen elenden Generationenkampf, glaube ich, endlich beerdigen und ihn als das wahrnehmen, was er ist, nämlich ein Kampf zwischen denen, die viel haben und denen, die noch nichts oder nie etwas haben werden. Man könnte das als Klassenkampf bezeichnen, aber es ist ja eine veraltete Bezeichnung. Dennoch gibt es natürlich liebe kleine Unterschiede. Und wenn man diesen ganzen heraufbeschworenen Generationenkonflikt mal schön beiseite schiebt, dann gibt es online einen ästhetischen Unterschied zwischen den Generationen, der genauso wenig überraschend ist wie alles andere, was ich gerade erzählt habe. Menschen unterschiedlichen Alters verhalten sich nämlich tatsächlich im Internet unterschiedlich. Das ist auch huge fucking news. Herzlichen Glückwunsch, dass ich das rausgefunden habe. Darüber kann und sollte man sich lustig machen, weil irgendwer muss Witze im Internet machen. Aber mir ringt das Verhalten zum Beispiel meiner Eltern im Internet eine sehr große Bewunderung ab. Weil mein Vater ist ein Jahrgang 1961 und der ist in einer Zeit groß geworden, auch in Treindorf übrigens. Der wurde im selben Haus geboren, in dem er jetzt noch wohnt, auf dem Küchentisch, was irgendwie weird ist, wenn man da ist. Mein Vater ist 1961 geboren und in dieser Zeit gab es ein einziges Telefon in diesem Dorf. Und so blieb es eine ganz schön lange Zeit so. Und das ist wirklich nicht so lange her, da kam gerade der erste Star Wars Film raus, als in diesem Dorf, das nicht so weit weg ist von Nürnberg, ein Telefon für 120 Leute gab. Und dann kam noch ein Star Wars Film raus, dann kamen ein paar mehr Telefone, dann kam Fernseher. Und zwischen Episode 6 von Star Wars und der ersten Episode kamen auf einmal so Computer, Farbfernseher, das Internet, MP3-Player und digitale Bilderrahmen, die Gott sei Dank wieder gegangen sind, weil das ist der dümmste Elektroschrott, den wir jemals fabriziert haben. Und mein Vater hat das alles mitgemacht. Also der kennt sich mit all dem aus und das ringt mir neben all der Verachtung, die ich manchmal für ihn habe, sehr viel Respekt ab, weil ich weiß nicht, ob mein Gehirn das mitmachen würde. Ich weiß nicht, ob ich so eine absurde technologische Veränderung von Wählscheibe bis zu mein Sohn verdient jetzt Geld im Internet, ob ich das mitmachen würde im Kopf. Und das macht mir ein bisschen Angst. Und dieses Altern, dieses digitale Altern ist für mich ein komisches Gebiet, in das ich vordringen muss. Mein Vater weiß jetzt zum Beispiel, was eine Instagram-Story ist und ich habe das ihm nie beigebracht, der wusste das einfach. Und irgendwann mal musste ich ihn dann blocken, damit er meine Instagram-Stories nicht sehen kann, damit er nicht sieht, wie ich mir im Lockdown-Wahn des Jahres 2020 selbst die Beine auf Instagram live tätowiere. Das musste ich machen. Und als Mensch, der mit circa 17 aufgehört hat, neue Dinge zu lernen, macht mich das ein bisschen sorgenvoll, weil kann ich mich in Zukunft auf neue Technologien einstellen? Sollte ich das tun oder kann ich die Verknöcherung meines Gehirns irgendwie noch abhalten? Werde ich vielleicht in ein paar Jahren, vielleicht in ein paar Monaten, vielleicht bin ich das jetzt schon, zu dem, was ich immer im Internet als Pointe hinstelle, wenn ich vielleicht schon Internetboomer? Ich weiß es nicht, weil es sagt mir niemand. Weil die ersten Anzeichen für meine persönliche Alterung, die sind schon längst da. Ich habe keinen TikTok-Account, weil mich diese ganzen Sounds und Bewegungen überfordern. Mein Gehirn tut davon weh. Und ich schaue jeden Tag 9 Stunden auf Bildschirme. Warum tut mir davon der Kopf weh? Außerdem bin ich mir relativ sicher, dass ich den Hosenschnitt, den ich jetzt trage, so leicht weite Hosen, ich werde den für immer tragen. Das ist der letzte Hosenschnitt meines Lebens. Ich werde keinen moderneren mehr mitmachen. Es reicht. Außerdem glaube ich, dass ich ab jetzt keine neue Jugendsprache mehr lernen darf. Wenn ich das Wort cringe sage, und ich werde es noch oft sagen in diesem Vortrag, dann ist es noch halbwegs okay, halbwegs kredibel. Aber wenn ich das Wort slay beispielsweise sage, es ist schon weird. Das ist die Grenze, die ich nicht mehr überschreiten darf. Diese Grenze ist betoniert. Ich bin eingeengt und werde nicht mehr weiter wachsen. Diese Verknöcherung des Gehirns, dieses langsame, unflexibler werden, die hat begonnen und die beginnt schon längst. Ich kann zum Beispiel keine scheiß Speisekarte mit einem QR-Code abrufen. Das finde ich eine Frechheit. Das finde ich grauenvoll und ich weiß, dass es der objektiv falsche Gedanke ist, weil man spart Papier, man spart Sorgen fürs Personal, die müssen nicht die ganzen Tomatensoßenflecken, die ich auf der Speisekarte mache, abwischen. Aber ich weigere mich dagegen und das zehrt an mir.
Dabei habe ich irgendwie ein ganz entspanntes und schönes Verhältnis zum Altern. Ich stelle mir Altern sowohl im digitalen als auch im tatsächlich körperlichen Sinne ganz schön vor. Ich verbinde damit eine ziemlich große Hoffnung. In der Theorie sind zum Beispiel Altersheime. In der Theorie sind Altersheime fantastisch. Wenn man die ganzen Sachen mit den Pflegekräften und der Finanzierung und dass Leute da sterben wegschiebt, dann sind das total tolle Orte. Im Prinzip könnte man sich das vorstellen, als die letzten 25 Jahre deines Lebens hängst du mit lauter Freundinnen und Freunden ab und ihr trinkt manchmal ein kleines Bier in der Sonne, ihr geht um 18.30 Uhr schlafen, ihr esst zu Abend um 16.30 Uhr. Das ist ein Leben, das ich sofort führen würde. In der Theorie ist Altern fantastisch. Allgemein auch im Altern werden kleinere Dinge, glaube ich, schöner. Sowas wie Fernsehen. Meine Oma hat unglaublich viel ferngesehen. Die hatte eine Bildschirmzeit, auch als sie noch relativ fit war, von so absurden Höhen, von denen kann ich nur träumen. Und ich habe da eine kleine Theorie und auch so einen kleinen Hoffnungsschimmer in mir. Und zwar gibt es ja immer die Angst, wenn eine neue Serie, ein neuer Podcast, ein Film, whatever rauskommt, dass man den verpasst und man verpasst den zu schauen und man kriegt das nicht mit und dann ist es irgendwie zu spät dafür. Und alle Dinge, die ihr verpasst habt, von Game of Thrones über alle Harry Potter Filme bis zu was auch immer, das könnt ihr anschauen, wenn ihr richtig alt seid. Der ganze Content, den Menschen in diesem Raum und weit darüber hinaus geschaffen haben, der ist ja nicht einfach weg in ein paar Jahrzehnten. Und wir können uns das alles anschauen. Und ich freue mich mittlerweile, wenn ich Dinge wie Succession verpasse, weil dann kann ich das einfach schauen, wenn ich 75 bin. Und es wird so geil. Und vielleicht kann ich dann mit meinen Freunden im Altersheim abhängen und mich dann über, keine Ahnung, Game of Thrones austauschen. Das wird richtig toll und irgendwie habe ich da Bock drauf. Außerdem eine sehr, sehr schöne Entwicklung im Alter ist, glaube ich, dass der Zwang zur Produktivität wegfällt. Ein Tag, an dem ich nichts mache und sei es ein Urlaubstag, an dem ich nichts besichtige, nicht in den Pool springe und nicht irgendwas Cooles esse und fotografieren kann, das ist ja ein unproduktiver Tag, es ist ja verlorene Zeit. Und das treibt mich und das ist schrecklich, aber im Alter glaube ich, dass das scheißegal ist. Dann kann ich mir einfach meinen eigenen Trieb zum Nichtstun endlich nachgehen und niemand wird es mir jemals vorwerfen, denn ich bin ja alt. Darauf freue ich mich wirklich sehr. Und die zweitschönste Entwicklung im Alter, glaube ich zumindest, ich rede sehr theoretisch darüber, ich bin 27, I don't fucking know, wie es ist. Das zweitschönste ist, glaube ich, der Verlust der Peinlichkeit, weil all das, was uns an älteren Menschen, an unseren Eltern und an unseren Großeltern aufregt, das ist der Verlust der Peinlichkeit. Die können sich einfach im Freibad ohne irgendwelche Handtücher umziehen, weil sie sich nicht mehr für ihren Körper schämen müssen, weil sie nicht mehr diesen unbedingten Drang zur Schönheit und Knackigkeit haben müssen. Meine Eltern können so entspannt einfach so ein guten Morgenbild in die WhatsApp-Gruppe posten und die kriegen dafür keinen Lach-Emoji, die kriegen keine Reaktion, kein Hahaha, die kriegen nichts und trotzdem machen sie es am nächsten Morgen wieder. Ich lösche einen Tweet, wenn er nach 5 Minuten nur 80 Likes hat. Mein Vater postet seit 4 Jahren immer wieder unterschiedliche Guten-Morgen-Bilder in die Familien-WhatsApp-Gruppe und hat noch nie einen Hauch Selbstzweifel gespürt. Was für ein unglaubliches Leben. Auch so in meinem Fitnessstudio, im McFit, natürlich McFit, da stöhnen ältere Männer immer so unglaublich laut und ich möchte das eigentlich auch tun, weil ich strenge mich ja an und ich möchte so zeigen, dass ich mich anstrenge, aber die machen es einfach, weil es keinen Grund mehr gibt, sich zu schämen. Es gibt nichts mehr zu beweisen. Man hat so das ganze Leben ab so, sagen wir mal 70, fühlt sich, glaube ich, hoffe ich, an wie so die letzte Schulstunde vor den Ferien. Es ist jetzt egal. Das Alter, hoffe ich, ist eine Befreiung vom Cringe und die habe ich dringend nötig und die haben wir alle dringend nötig, denn der Mensch ist dem Mensch ein Cringe und wenn wir uns irgendwann von der Angst vor uns selbst und vor der Angst davor, wie andere uns wahrnehmen, befreien, dann können wir eine gute Zeit haben und darauf hoffe ich wirklich sehr im Alter.
Andererseits habe ich natürlich auch panische Angst, alt zu werden. Mein Körper könnte in den nächsten Jahren mehr Probleme machen als jetzt und das finde ich schrecklich. Ich habe an meinen Körper dieselben Ansprüche wie an den Computer. Er soll einfach funktionieren. Alles Weitere dahinter juckt mich nicht. Ich möchte das nicht wissen. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Und wie so ein Computer, der langsam älter wird, macht mein Körper auch langsam seltsame Geräusche. Und ich hoffe einfach darauf, dass sich das irgendwie regelt, indem man den mal so sauber macht oder, keine Ahnung, 12 Stunden ausschaltet. Und bisher funktioniert das ganz gut. Meine Angst vor dem Alter ist die, dass mir die Fähigkeit, alles konsequenzlos wegzustecken, genommen wird und ich für die bloße Erhaltung der Funktionsfähigkeit meines Körpers, dieses Fleischgefängnisses, in dem ich mich bewege, dass ich dafür so Zeit investieren muss. Und das möchte ich nicht. Ich habe Zeit in 1000 Dinge zu investieren. Ich muss Zeit in Arbeit investieren, ich muss Zeit in Hobbys investieren, ich muss Zeit in Hobbys investieren, die versehentlich zur Arbeit geworden sind und deshalb keinen Spaß mehr machen. Ich kann mich nicht auch noch um meinen Körper kümmern. Es reicht. Und ohne jetzt zu dark werden zu wollen und zu traurig, ich weiß nicht, ob ich genug am Leben hänge, um wirklich an meinen Körper so zu denken und sich darum so viel zu kümmern. Es ist wie so ein Gebrauchtwagen, den man mal gekauft hat. Es reicht auch irgendwann mal. Diese Selbstreparaturfunktion meines Körpers, den so 20-jährige Körper haben, die funktioniert nicht mehr so gut wie noch vor ein paar Jahren. Ich war letztes Jahr im Januar das erste Mal seit 9 Jahren beim Zahnarzt. Das ist eine lange Zeit, eine zu lange Zeit, aber es war auch egal. Denn ich bin da hingegangen, die haben mir kurz in den Mund geschaut, haben gesagt, jo, ist alles okay. Und ich habe nichts daraus gelernt. Ich werde jetzt wieder 9 Jahre nicht zum Zahnarzt gehen. Und hier ist bestimmt irgendein Stand von so einem Zahnversicherer oder so mit einer neuen App. Und bitte hört nicht zu und bitte erhöht meine Policen nicht. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich hasse auch Zahnärzte. Schaut bitte nicht in meinen Mund, es reicht. Ich habe keinerlei, um das zusammenzufassen, ich habe keinerlei Lust, Verantwortung für mein Handeln an meinem eigenen Körper zu tragen. Ich will wie so ein Ölkonzern ungestraft Raubbau an mir selbst betreiben, ohne dafür jemals irgendeine Konsequenz tragen zu müssen. Und das ist neben all den tollen Seiten, die das Altern haben kann und hat, vielleicht ist das Schlimmste daran, dass ich auf einmal Konsequenzen zu tragen habe. Aber all diese Überlegungen über das Alter können eigentlich scheißegal sein, denn Altsein ist etwas sehr Privates. Es kommt mir manchmal vor, wenn ich meine Großeltern, meine Eltern betrachte, dass deren Welt mit jedem Jahr, dass sie älter werden, immer ein bisschen kleiner wird. Das Berufsumfeld bricht weg, weil man in die Rente gezwungen wird von der harten Hand des Staates. Das private Umfeld stirbt entweder weg oder verkriecht sich halt auch in die eigene Ehe, die seit 15 Jahren so mittelprächtig läuft, aber bei der es auch egal ist, dass sie jetzt noch in alle Ewigkeit läuft. Altsein ist sowas Privates, während Jungsein immer auf die großen Bühnen gestellt wird. Ich in den letzten Zuckungen meines Jungseins vielleicht auch. Altern, und das ist mein großer Christian Lindner-Take, Altern geht nur mich etwas an, das ist meine Sache. Und vielleicht meinen Hausarzt, die Krankenkasse und vielleicht noch meine Angehörigen, die mich pflegen müssen oder sich meine dummen Geschichten anhören müssen. Das ist was in der Familie bleiben soll, das Altern. Aber auch das ist nicht mehr so dank dem Internet, weil das Internet zwingt uns auf die Bühne, die wir uns selbst geschaffen haben. Und jetzt altern nicht mehr nur Promis öffentlich, was bei Männern vollkommen okay ist und so eine weirden Sex-Appeal nochmal schafft und bei Frauen natürlich karrierebeendend ist, weil die dürfen nicht alt werden oder müssen direkt alt sein. Dank Social Media altern wir jetzt alle auf unseren Profilen öffentlich und nicht nur für das Publikum öffentlich, sondern wir sehen das selbst. Ich sehe auf meinem Instagram-Profil, wenn ich ganz weit nach unten scrolle, wie ich 2017 aussah und ich sag's, wie es ist, ich habe nicht das Beste draus gemacht. Diese Alterung im Internet, dieses digitale Altern, das ist natürlich nicht nur etwas Optisches an unseren Körpern, sondern auch etwas, was so in feinen generationalen Unterschieden in ganz winzigen Kleinteilen unseres Zusammenlebens existiert. Zum Beispiel der Emoji-Nutzung. Wir sind wieder in meiner Familiengruppe. Meine Mutter zum Beispiel versteht nicht, dass der Emoji mit den beiden Tränenbächen unter den Augen
dass der so Rührung und auch Freude ausdrücken kann, weil es halt so ein hemmungsloses Heulen ist. Wenn sie ein Bild vom Hund meiner Familie in die WhatsApp-Gruppe schickt und ich schreibe darunter lieb mit diesem Emoji, mit den Tränenbächen, dann denkt die, dass ich heule, weil der Hund stirbt und ruft mich direkt an. Ich hingegen habe ein Problem mit der Emoji-Nutzung meiner Mutter, weil meine Mutter nimmt sehr gerne diesen Emoji mit diesem Kussmund und dem Herz. Und das ist für mich einfach eine Kriegserklärung. Jeder, der diesen Emoji benutzt, muss entweder über 50 sein oder sich verpissen, weil das ist der arroganteste Wichser im Internet. Und das sage ich als Keynote-Sprecher bei der Republika. Wirklich, wegen sowas hätte ich fast... Der Familienfrieden im Hause Hotz ist sowieso ein sehr dünnes Eis, auf dem man sich bewegt. Aber dafür hätte ich locker mal 30 Jahre den Kontakt abgebrochen. Fuck diesen dummen Kuss-Emoji. Weiterhin gibt es natürlich einen Grund, warum sich dieser Begriff Boomer als zusammenfassender Begriff für alte Menschen im Internet so durchgesetzt hat. Weil eben, I'm sorry, Boomer im Internet leicht zu identifizieren sind. Keine Demografie, keine demografische Gruppe teilt so begeistert mit öffentlichen Klarnamen auf Facebook, mit Familienbild und Urlaubsbild und Job, Arbeitgeber im Profil. Keine Demografie teilt so begeistert offene Morddrohungen wie ältere Menschen auf Facebook. Das ist, es tut mir leid, das ist keine große Beobachtung, but it is what it is. Auch, das setzt sich fort über TikTok-Livestreams. Ich habe den TikTok-Account meines besten Freundes auf meinem Fernseher installiert und bin darüber eingeloggt, weil ich schaue TikToks wie ein Erwachsener natürlich über einen riesigen Fernseher. Dafür sind diese Sachen ja gemacht. Und auch da sind Livestreams oft bevölkert von älteren Menschen, was mein Algorithmus sein könnte, aber es ist so eine zauberleichte Unbedarftheit mit dem Medium Internet. Wir als Millennials haben diese tausende Teilnehmer große Facebook-Geburtstagsparty von Tessa damals in Hamburg verbrochen und wurden gewarnt vor den Untiefen und Gefahren des Internets von denselben Menschen, die einfach komplett hemmungslos Morddrohungen unter Artikel über, keine Ahnung, die Wärmepumpe stellen. Das finde ich fantastisch und finde ich irgendwie toll, weil es so zeigt, dass wir nicht von Generationen getrennt sind, sondern einfach nur von unserer eigenen Naivität. Und das finde ich sehr, sehr schön, weil das macht uns sehr menschlich und das macht mich irgendwie warm im Herzen. Ich würde an der Stelle einen winzig kleinen Exkurs zu einer meiner Leidenschaften machen, und zwar dem Medium Facebook. Ihr seid wahrscheinlich alle nicht mehr so viel auf Facebook, aber es lohnt sich. Ich benutze Facebook wirklich leidenschaftlich gern, weil ich bin der Meinung, dass Facebook noch am ehesten von halbwegs normalen Menschen bevölkert ist und nicht von so einer internetverseuchten Medienbubble. Und das tut mir ganz gut. Ich bin in vielen Facebook-Gruppen, ich bin in der Gruppe Mallorca 2023, um die besten Reisetipps für meinen Ballermann-Urlaub zu sammeln. Ich bin in einer Trucker-Gruppe, ich bin in einer Motorradfahrgruppe, ich bin in der Gruppe über die Walz. Das ist diese traditionelle Handwerkerwanderung, die dann nach dem Abschluss ihrer Gesellenschaft irgendwie 50 Kilometer weg von ihrem Heimatort laufen müssen. Fantastischer Content, der beste Content. Nie wird jemand auf Instagram gewollt so einen guten Content machen wie die Walz-Gruppe auf Facebook. Und meine Lieblingsgruppe auf Facebook ist die Tupperware oder Tupperware, ich weiß nicht, Gruppe. Fantastisch. Es ist wirklich die beste Gruppe der Welt, weil da ist immer Streit. Es wird viel über Shitstorm geredet und viel über schlechten Umgangston im Internet. Ihr lebt in der friedlichsten Welt überhaupt, wenn ihr nicht in der Tupperware-Gruppe auf Facebook seid. Ich werde jetzt ein Zitat vorlesen vom 14.02.2022. Und zwar von einer Denise P. in der Tupperware-Gruppe auf Facebook. Und das Zitat lautet: Ich werde von mehreren in der Gruppe als Hure beschimpft. Ich weiß nicht, welche Situation dahin geführt hat, dass das passiert, aber ich fand den Post so gut, dass ich ihn wirklich bis heute auf diesem Laptop als Bilddatei auf dem Desktop liegen habe und jeder ab und zu mal anschaue, weil das ist das Internet, das sind wir und das ist die Magie dieses Internets. Es macht uns Menschen schrecklich, aber es macht uns auch ganz warm und lieb und holt das Beste aus uns raus und manchmal eben die schlechtesten Eigenschaften der Menschheit werden in der Tupperware-Gruppe geteilt.
außerhalb dieser kleinen generationenbedingten Kommunikationsprobleme bin ich trotzdem der Meinung, dass Altsein im Internet überhaupt kein Problem ist. Otto Walkes ist jetzt auf TikTok. Das ist so eine Sache, die man liest, wenn man ganz weit runter auf Spiegel Online scrollt. Und darf sich da vermarkten, genauso wie es Heino kann. Und irgendwelche alten Italiener in Sandwich-Shops können riesige Ciabattas belegen und kriegen dafür auch ihren Anteil am Like-Kuchen des Internets. Auch alte Menschen dürfen sich im Internet also hemmungslos vermarkten und ihr eigenes Leben für 3 Klicks und ein bisschen Werbung vermarkten. Und das ist doch herrlich. Natürlich dürfen sie dabei nicht krank, gebrechlich, arm oder sichtbar zu alt sein. Sie dürfen sie auch natürlich nicht sexy zeigen, sondern müssen liebe Omas und Opas oder eben Heino sein. Die Vermehrungsmechanismen des Internets haben auch einen Platz für alte Menschen. Und dieses Wunderwerk des Kapitalismus sorgt dafür, dass man sogar sein Alter vermarkten kann. Das ist doch fantastisch. Alt sein im Internet ist also okay. Altern ist eine andere Problemzone. Und was mir große Sorgen macht, fast so große wie das Altern meines Körpers, ist mein digitales Altern. Ich muss wieder eine Anekdote loswerden. Und zwar, meine ersten Interneterfahrungen beziehungsweise Social-Media-Erfahrungen, habe ich im Forum von heft.de gemacht. Heft wird mit Ä und 2 F geschrieben und das war so ein lustiges Hausaufgabenheft, das es für die horrende Summe von 3,99 gab. Und meine Mutter hat sich immer darüber aufgeregt, dass es viel zu teuer ist, zu Recht, aber es standen halt kleine Witze an jedem Tag in diesem Hausaufgabenheft und es gab so Rätsel und Kreuzworträtsel und all dieser Quatsch und es gab so Comics darin und so weiter. Das war also ein cooles Hausaufgabenheft. Und ich habe mich in diesem Forum angemeldet, weil das groß beworben war darin, in diesem Hausaufgabenheft. Und ich habe die ganzen Witze, die darin standen, in diesem Heftchen auswendig gelernt, damit mich meine MitschülerInnen irgendwann mal mögen. Es hat nicht so geklappt. Und mittlerweile als Vorbereitung auf diese Keynote habe ich auf Facebook nachgeguckt, was bei denen so geht. Und die klauen mittlerweile meine Inhalte für ihre Social-Media-Auftritte. Es ist also ein großer Kreis, der geschlossen worden ist. Und ich glaube, das Duell zwischen mir und heft.de ist so unentschieden ausgegangen. Ich habe mich auf heft.de angemeldet, weil ich in einem Forum sein wollte, weil ich geile Gags schreiben wollte, weil ich mit Leuten chatten wollte. Und habe das auch gemacht über ein halbes Jahr, ein Jahr, who knows, für eine zu lange Zeit. Das war so 2007, 2008. Und irgendwann mal wurde heft.de, das Forum, eingestellt. Und damit ist ganz, ganz viel verloren gegangen. Tausende, Zehntausende Blog-Einträge, Forumseinträge. Wahrscheinlich sind Beziehungen aufgrund dieser Plattform entstanden und wieder auseinandergegangen. Das ist alles verloren. Genauso wie mein eigener Account Hots and Cold, benannt wegen des Katy Perry Songs und eindeutig ein viel besserer Name als El Hotzo. Das ist verloren. Und das gleiche Schicksal haben ganz, ganz viele andere soziale Netzwerke aus der Frühzeit dieses Social Networks. Die sind alle verschwunden. StudiVZ, SchülerVZ, MySpace, alles nicht mehr benutzbar, alles nicht mehr aufrufbar. Natürlich kann man das bedauern. Und natürlich ist es auch eher so mittelgut, dass Social Media jetzt Zuckerberg, Musk und wem auch immer TikTok gehört. Aber dieses Einstampfen von Social-Media-Plattformen war ein reinigendes Feuer, für das wir dankbar sein müssen. Denn niemand kann mehr nachschauen, was ich auf SchülerVZ gemacht habe. Man sagt, das Internet vergisst nie und vielleicht ist es auch so, aber das Internet vergisst nur so lange nichts, solange es sich lohnt, Server online zu lassen. Und sobald Server ihren Cashflow beenden, sobald es sich nicht mehr lohnt, sie online zu halten, verschwinden sie. Und das ist herrlich. Ich finde es das Schönste auf der Welt, dass das alles verschwunden ist. Da wurden wirklich, sobald sich SchülerVZ nicht mehr gelohnt hat, wurden da die Stecker aus den Servern gezogen. Das wurde schneller gemacht, als man das Wort Gruscheln sagen kann. Und niemand weiß mehr, was Gruscheln ist, weil es weg ist. Und dank dieser herrlichen Eigenart unseres Wirtschaftssystems ist natürlich einerseits ein riesiger kultureller Schatz aus den Frühzeiten des Internets, aus den 2000ern verloren gegangen. Aber auf der positiven Seite
ist auch ein riesiger kultureller Schatz aus den Vorzeiten des Internets verloren gegangen. Es ist nichts von Wert verloren gegangen. Und wir leben seit Jahren ohne dieses Wissen, was wir auf SchülerVZ verloren haben. Es gab Bibliotheken. Die Bibliothek von Alexandria ist verbrannt worden und unglaublich viel Wissen ist verschwunden. SchülerVZ hatte wahrscheinlich mehr Daten als die Bibliothek von Alexandria, aber nichts von Wert ist war darauf. Und das finde ich fantastisch. Man kann wieder pessimistisch sein. Ja, die Menschen haben viele Daten erzeugt, die sich nicht lohnen, die wir nicht brauchen. Aber ich finde es irgendwie schön, dass wir auch einfach jahrelang Content machen können, den niemanden irgendwas juckt. Das macht uns zu Menschen. Niemand wird jemals herausfinden, was ich für absolute Peinlichkeiten auf meinem SchülerVZ-Profil stehen hatte. Niemand wird jemals herausfinden, wie die Fotos aussahen, die ich mit der 2,3-Megapixel-Kamera meiner Eltern gemacht habe und dann per SD-Karte auf meinen Laptop gezogen habe, um sie dort zu posten. Niemand wird jemals herausfinden, dass ich aus dem Booklet des Albums von Blink-182 den Text vom Song I Miss You abgetippt habe, um ihn zu posten, damit jemand, in den ich schrecklich verliebt war, diesen Text liest. Es wird niemand herausfinden, dass ich das gemacht habe. Die Person, für die ich diesen Text abgetippt habe, hat übrigens nie mit mir geredet gehabt. Es hätte nicht funktioniert, glaube ich. Niemals wird jemand diese ganzen peinlichen Partyfotos von mir sehen, die ich mit 15, 16 von mir machen habe lassen, in der Disco von Gunzendorf, ein Ort, der genauso heißt, wie diese Disco dort war. Es ist alles für immer verloren. Und natürlich ist alles für immer verloren, aber es ist auch für immer verloren. Und das ist wirklich, wirklich schön. Ich habe mit, ich schätze, 13 in die Ich-mag-nicht-Kategorie von SchülerVZ geschrieben, dass ich einen Mitschüler von mir, Andreas Gebhardt, nicht mag. Und das habe ich mit Andy G. abgekürzt. Und Minuten später hat dessen Mutter bei meiner Mutter angerufen, dass ich das doch bitte löschen soll. Minuten später. Ich habe auf Speichern geklickt, bin runter zum Abendessen gegangen und dann hat das Telefon geklingelt. Und ich weiß bis heute nicht, wie das sein konnte. Aber das ist vergessen. Wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, niemand hätte es jemals herausgefunden. Und es ist ein sehr, sehr befreiendes Gefühl. Vor der Erfindung von Social Media und vielleicht von Tattoos war das immer so, dass die Jugend und die Sünden, die man in ihr begangen hat, für immer weg waren. Und ich finde, das ist ein Urzustand des Menschen, den man wiederherstellen sollte. Ähnlich wie SchülerVZ oder Heft.de ist es allen frühzeitlichen Social Media Plattformen widerfahren. ICQ, wer kennt wen, MySpace, Lokalisten, was ist... Es gab unmöglich viele soziale Netzwerke, die alle untergegangen sind unter der Walze von Facebook, Instagram und Twitter. Aber es ist auch egal. Man kann das natürlich betrauern, aber man sollte es nicht, denn der Cringe ist tot und das ist sehr gut für uns. Es ist grauenvoll, was ich für fürchterliche Meinungen mit 14 hatte. Ich hatte die schrecklichsten, ich hatte durchschnittliche politische Meinungen für einen 14-Jährigen in einem fränkischen Dorf, muss man sagen. Aber eine davon war beispielsweise, dass ich Mitglied der Gruppe Die bösen Onkels sind nicht rechts war auf SchülerVZ. Auch ein wichtiges politisches Thema nach wie vor in Dreindorf. Aber das wird niemals jemand ausgraben können, weil mein digitales, jugendliches Ich ist tot und ich kann auf seinem scheiß Grab tanzen. Es gibt dabei nur ein einziges Problem, denn so wie mein Körper keine Selbstreparaturfähigkeiten mehr hat und ich ab und zu zum Arzt gehen muss, so funktioniert die Selbstreinigungsfunktion von Social Media auch nicht mehr. Denn Facebook, Instagram, TikTok und selbst das Twitter von Elon Musk, die sind zu groß, sie fühlen sich zu groß an und in absehbarer Zeit so einer ordentlichen Firmenpleite zum Opfer zu fallen. Mark Zuckerberg konnte sogar seine dumme Metaverse-Sache abziehen, die Sache mit dem Aussehen von Wii-Avataren aus dem Jahr 2004, vorletztes Jahr vorgestellt, juckt keine Sau mehr, er konnte das durchziehen und Facebook ist trotzdem nicht pleite gegangen, so riesengroß ist Facebook. Und ich spreche auf der Republika, garantiert hat irgendjemand von euch Metaverse von Facebook dafür eine mega gute Idee gehalten und darin investiert und schämt sich gerade ein bisschen. Und spätestens bei der Meldung, dass es jetzt Legs gibt, die Meldung war, Legs are coming to Metaverse, spätestens dann wusstet ihr, dass es keine gute Idee war.
Ich habe, tut mir leid, dass ich da ein bisschen zynisch bin und ein bisschen gemein bin, aber die Welt, in der wir leben, ist grau. Und das Einzige, worüber ich mich noch wirklich freuen kann, ist, wenn Investoren, die zu viel Geld haben, richtig was verlieren. Sei es bei Kryptowährungen, sei es bei NFTs. Wenn ihr verliert, habe ich eine gute Zeit. Lasst mir das bitte. Es gibt Banken, die too big to fail sind und die dann von Steuergeldern gerettet werden müssen. Und ich befürchte, dass das bei so großen Plattformen wie Instagram, Facebook, Twitter, dass das auch der Fall ist. Und ich glaube, und das ist eine schreckliche Nachricht für mich, ich glaube, dass unsere digitalen Sünden nicht von dem reinigenden Fegefeuer einer Firmenpleite dahingerafft werden. Alles, was wir so seit 2012, 13, 14 gepostet haben, das lungert, solange wir es nicht gelöscht haben, immer noch auf unseren Profilen. Das hat absolut schreckliche Nebeneffekte, denn auf meinem Instagram-Account kann man immer noch 7 Jahre in die Vergangenheit scrollen und unter 1000 meiner Screenshot-Posts sind immer noch Bilder von einem Sommerurlaub zu sehen. Das ist alles noch da und das ist alles noch da. Man sieht noch das Unverbrauchte in dem Gesicht. Man sieht noch, dass er einen regelmäßigen Schlafrhythmus hatte, dieser knackige 21-Jährige. Und der ist immer da, als Mahnmal dafür, wie ich mich selbst behandle. Und das ist nicht nur auf Instagram so. Auch auf Twitter stolpern Menschen regelmäßig darüber, was sie für eine Scheißmeinung im Jahr 2015 hatten. Und das sind meistens Dinge, die schlimmer sind, als die bösen Onkels sind nicht rechts. Es ist wichtig, dass wir diesen Quatsch ordentlich löschen, regelmäßig löschen, weil ich glaube nicht, dass es ein Verbrechen ist, mal eine komplett beschissene Meinung gehabt zu haben. Ich habe mit Anfang 20 auf Instagram und Facebook das lyrische Ich von Till Lindemann verteidigt. Und oh boy, bin ich froh, dass das niemand mehr sehen kann, weil das ist die dümmste Meinung, die man haben kann. Und zum Glück gibt es aber dafür keinen Beweis, denn ich lösche Dinge. Dinge löschen, gut. Und bevor man sich in Ansätzen für mich als öffentliche Person interessiert hat, habe ich alle Tweets, die ich so zwischen 2012 und 2019, dem 31.12.2019 geschrieben habe, habe ich gelöscht, weil sie grauenvoll waren und weil ich schreckliche Meinungen hatte. Und für einen gesellschaftlichen Frieden, das Ziel mein als es sein sollte von allen, die wir hier sitzen. Für den gesellschaftlichen Frieden ist das Einräumen der Möglichkeit, dass sich Menschen bessern können, wirklich sehr elementar. Und deshalb habe ich 39 Minuten nach Beginn dieser Keynote eine sehr große Forderung. Wir brauchen eine Social Media Purge alle 5 bis 8 Jahre. Es hätte nur Vorteile, wenn alle 5 bis 8 Jahre alle Social Media Plattformen auf Null gesetzt werden. Die Welt wäre besser. Die Welt wäre wirklich besser. Man kann Gott viel vorwerfen, aber das mit der Sintflut, gar keine so schlechte Idee, finde ich. Wir könnten uns alle so kleine digitale Archen bauen, von jedem Inhalt, von jedem Meme 2 mitnehmen und auf diese Arche stellen. Und wir hätten dann immer so ein gemeinschaftliches Event, wie es zum Beispiel der ESC ist oder eine Fußball-WM. Wir könnten einen Sommer haben, man weiß so, Ende August, da ist die Social Media Purge. Und wir haben dann einfach nochmal einen schönen Sommer, in dem wir alle Peinlichkeiten teilen, weil sie sind sowieso bald weg. Und dann leben wir in diesem so einem freien Sommer vor uns hin und irgendwann mal am 1. September wachen wir auf und es ist alles weg, was wir nicht gespeichert haben. Und das finde ich eine herrliche Aussicht und das hätte ich ganz gerne. Das ist wie jede Utopie leider ein klitzekleines bisschen unrealistisch. Und bis dahin liegt es in unserer eigenen Verantwortung, in unserer eigenen Hand, dass wir das reinigende Feuer einer Social-Media-Sintflut, dass wir diese Altlasten unserer Jugend und unseres Jetzt, unserer Gegenwart, dass wir die selbst wegkehren. Social Media kann das Schlechteste aus uns Menschen hervorkehren. Unsere Arroganz, unsere Dummheit, unsere Uninformiertheit. Und es ist kein Kulturpessimismus, weil Menschen sind halt so, weil Social Media kann auch eine unglaubliche Wärme und Zuneigung versprühen. Weil
das Internet sind einfach nur sehr viele Menschen, die miteinander interagieren. Und wo viele Menschen miteinander agieren, passieren tolle Dinge, weil Menschen sind gut. Menschen sind sehr, sehr gut. Und wir sollten uns das Recht einräumen, im Internet alt zu werden, alt zu sein und zu vergessen, was für schreckliche, schreckliche Wesen wir vor 5 Jahren, vor 7 Jahren, vor 2 Jahren oder gestern waren. Und ich glaube, dass jeder Mensch, ob chronischer Poster wie ich, also der wirklich viel zu viele Sachen von sich preisgibt, oder jemand, der nur alle 2 Jahre ein Bild von einem Pancake-Frühstück teilt, dass wir alle ein Recht auf würdevolles Altern im echten Leben und im Internet haben. Zum würdevollen Altern gehört es, den Cringe zu vergessen, den Cringe hinter sich zu lassen. Und es sollte kein Mahnmal des Unangenehmen im Internet geben. Deshalb löscht eure Scheißsachen jedes Jahr. Macht es einfach am 31.12. Löscht alles, was ihr in dem Jahr gepostet habt. Oder vertraut auf die reinigende Kraft des Kapitalismus und von Firmenpleiten. Solltet ihr also nicht davon professionell abhängig sein wie ich, dass es Content von euch gibt, löscht eure Scheiße. Es ist wirklich so wichtig. Ich kann es nicht oft genug betonen, wie wichtig das ist. Und so wie für alles andere gilt auch für den digitalen Cringe, dass uns davor kein höheres Wesen befreien wird, sondern wir es selber tun müssen. Ich komme jetzt 17 Minuten vor dem Ablauf der 1 Stunde etwas vorzeitig zu meinem Ende, weil ich zu schnell geredet habe in Teilen. Und deshalb habe ich nur noch eine einzige ganz große Sache zu sagen, außer dass ihr euren Scheiß löschen sollt. Und zwar kauft bitte mein Buch.